Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Hier ist wieder Navigator. Wieder zurück in der Arena mit Majestic und Angelica. Keine Ahnung, welche Sprache das ist. Könnt ihr mal mir sagen, wenn ihr es wisst. Woher die sind. MacBo Hardest Tank. Ja, ich soll Hardest Tank, glaube ich, spielen. Hat irgendwer. Genau, hier vorgeschlagen. Vermute mal Ulti-Kombo. Alles kann rein rushen. Alle ansaugen. Cupid macht sein Feld drüber. Die Gegner können nicht abhauen. Das ist ein Haufen Schaden. Gegner noch gestunt. Augwang Ulti durch, Hebu Ulti durch und oder Shibuloge kann einfach mit seinem Autotext alle abfarmen. Ja. Okay, Gegner Herkules, der wird vielleicht etwas aushalten, aber Poseidon, Zeus. Bastard und Schiblocke werden sowas wohl nicht wirklich gut aushalten. Muss ich mich anstrengen, das heißt, liegt viel Verantwortung auf meinen Schultern. Wer es unten gesehen hat, den Skin werde ich nicht nehmen. Das ist einfach der Alt-Design Hades. Fühlt ihn jetzt nicht so schlecht, aber der ja Nightmare Hades sieht natürlich super cool aus. Und fand es eine coole Aktion, dass sie den Hades-Skin ersetzt haben durch den Nightmare Hades. Aber jetzt fehlt dann natürlich so der Ersatz für den Nightmare Skin. Also Hades hat keinen Skin jetzt mehr. Ist jetzt einfach ein billig Gott mit einem extrem coolen Default Skin. Also kann sich niemand mehr beschweren. Also ich glaube vom Default Skin hat er schon echt den coolsten. Natürlich, okay, Hebo ist jetzt auch nicht so schlecht, aber das ist aber hier VIP-Arbeit. Ja, eigentlich nichts, was normalerweise ein normaler Spieler bekommen sollte. Ja, ist jetzt gemein so zu sagen, aber stimmt halt. Ich habe nichts dagegen, weil ich alles jetzt nicht so oft spiele, dass ich unbedingt sage, ich spiele ihn jetzt mit Skin und so, aber okay. Nightmare, hey, das wäre dann schon eine Überlegung wert gewesen. Ich hatte es mir auch ein paar Mal überlebt. Hab mir dann gedacht, ich spiele mal ein paar Mal Hades, probier's aus, wie er ist. Und dann haben sie halt die Skills geändert und das war halt super für mich. So, meine Skills, wer sie noch nicht erkennt. Eins ist so ein Rush. Zwei ist halt ein Silence, der die Gegner. Der die Gegner auch viert, wenn sie immer noch so komisch durch die Gegend. Das glaube ich, finde ich scheiße. Wenn sie halt von meinem Auto-Deck getroffen sind, macht halt jeder Skill von mir einen Bonus und bei der 2 sind halt gefeiert, bei der 1 sind sie geslowt, wenn sie da vorne Marke haben. Und die 3 machen halt extra Schaden. Jeder, der eine Marke hat, explodiert zusätzlich, sage ich mal. Macht extra Schaden und. Ja, ich fehlt irgendwie echt wer. Hier mit einer Marke macht halt Bonusschaden, explodiert nochmal der Schaden. Schadet Gegnern und halt Verbündete. So, habe ich jetzt auch mein First Blood. Also mein persönliches First Blood. Ich will meinen Teamkameraden jetzt auch nicht enttäuschen. Also, wir sind ein starkes Team zusammen, muss man sagen. Wir haben jetzt in letzter Zeit, ich glaube, alle Spiels in Reihe, wo wir zusammen gespielt haben, gewonnen. Wenn man denkt, das ist so. Ich weiß nicht, ob meine beiden Teamkameraden davor schon zusammen waren, aber wenn man vielleicht eine Ausnahme noch gesehen hat, habe ich dem einen dann ja Freundschaftsanfrage geschickt. Klingt jetzt blöd, ist aber so. Und ja, hat halt angenommen. Seitdem spielen wir halt hier zu dritt. Ich habe ja davor schon zu zweit gespielt. Es sind dann recht gut. Ich weiß nicht, ob die auch irgendwie aufnehmen oder so. Sind aber wohl reine Arena-Spieler. Ja, wie man sieht, hier gerade hat man eine Zahl doppelt aufblicken sehen. Dort, wo meine. Der Splash meiner 3 nochmal Schaden gemacht hat. Mal nichts einsammeln, das rentiert sich ja bei mir überhaupt nicht. Gegner markieren. Keine Ahnung. Will noch mal nachschauen.
Blight ist er genannt. Ah genau, noch hier mein der hier Blight die Gegner. Das heißt, die kriegen halt sind affected. Nein, ganz kurz nicht. Nein, Bug. Das ist ja totaler Waste. Totaler Waste gewesen, ja, ich weiß. Auf eine Scheiße von mir, das jetzt einzusetzen. Habe ich überreagiert, dachte ich, krieg Bastet dadurch noch. Vergessen, dass sie ja ihren Jump hat. Ansonsten hier beide nicht irgendwie intelligent spielen, sondern Hauptsache Damage und Kill und wow. Der hat gerechnet, dass ich schneller bin. Danke, dass du mich wegsteuerst. Aber eine Sache, die Poseidon-Spieler aufpassen müssen, mache ich die Fehler zwar auch immer wieder. Dass du den Gegner nicht zu seinem Ziel, beim Fliehen hilfst, indem du wegschleuderst. Schon wieder ein Schippe im Gegnerteam. Oh, Zeus ist natürlich auch nicht schlecht. Und ich muss weg, ich habe kein Mana mehr. Bin ich schon mal gestorben? Nein, ich bin nicht gestorben. Ja, okay, Bastet haut ab. Zu riskant, wenn Teamkameraden hinzukommen, aber das wäre für sie gerade die Chance gewesen. So, hier den Teppich von Hippo ausnutzen, aber der bricht gleich zusammen. Ja. War doch klar. Ja, ich sollte schauen, dass wir unsere Ultis mal kombinieren, wenn wir schon hier Spieler haben. Ist meine Schuld, ich weiß. Ich hätte gleich am Anfang warten sollen mit meiner Ulti. Das ist ja unser Wagen. Oh, 12 gegen 5. Das ist. Okay, ich müsste vielleicht ein bisschen aggressiver spielen. Oh, oh. Das sieht schlecht aus. Wie geht die hin? Ja, okay. Mitten zu Majestic reinrennen. Keine Ahnung, ist das Französisch, was die vorhin gesprochen haben? Ich weiß es nicht. Kein blassen Schimmer. Nein, mein Kill. Hallo, meine Kills. Ich erhebe Anspruch auf meine eigenen Kills. Wenn jemand Lowlife vor mir steht, darf ich ihn töten. Ja komm, geh sterben, du Depp. Wow, viel Schaden, den ich in mir macht. Was jetzt Jump ist, habe ich schneller geboren. Ja, perfekt abgepasst. Gerade so gerusht, dass Poseidons Dingens mich nicht mehr erwischt hat. Also sein Root. Nee, Cripple. Cripple oder Root? Cripple, nicht mich nicht mehr erwischt hat, aber so gut. Okay, natürlich Bastet kann jederzeit vor und zurück springen, das ist ein Problem. Da wird auch. Es wird auch mir Probleme bereiten. Ja, okay, der Typ ist aber auch jetzt etwas, wo man nicht aufgepasst und dann ist er draufgegangen. So, man sieht, macht ganz ordentlich Schaden, meine drei. Vorhin mit den verschiedenen Effekten drauf. Ich frag mich, könnte ich mich hier backporten? Ja, kann ich. Wenn keine Minions auf mich drauf haben, kann ich mich sogar vor dem Ding backporten. Zeigt mal, wie overpowered das Ding sein kann. Wow. Ich bin gleich gestunt. Nein, der Mist. Ich müsste mir mal Blink holen. Das wäre eine gute Sache. Schade. Kuppitz ist. Ja, fertig, aber was eine Gelegenheit habe ich. Ja, komm, geh sterben, du Depp. Komm, es ist gerade peinlich vom Gegner, wenn er so verkackt. Und ja, komm, nein, du machst keine Attacken. Einfach nur nerven, es ist. Ja, mit Hades kann man nerven.
Und ich sammle schön meine Stacks. Das ist auch schön. Ich sammle sogar ein bisschen nebenbei einfach mal so, ja. So active. Wo ist Blink, Blink, Blink? Komm, 300. Meine Ulti ist auf Cooldown. So. Ja, vielleicht. Nee. Ich werde mir mit ihm keine Cooldown-Items kaufen. Also, mein Item-Bild ist. Perfekt jetzt nicht, aber ziemlich gut. Das sollte ich auch mal Items kaufen. Oh, Angriff, er fehlt an. Mann, Gold! Sie hauen ab und. Nein, schade. Ja, okay, da ist er jetzt drauf gegangen, mein Verbündeter. Nein, er erwischt mich noch, der Blitz. Ah, jetzt habe ich meinen Rush wieder. Ich hätte Bastet angreifen sollen. Die hätte ich noch tot gekriegt nebenbei, aber. Meine Ulti ist gleich fertig. Heißt, wenn ich bereit bin und gucke vielleicht am besten auf. Komm, töte dich beide, töte dich beide, töte dich beide, töte dich beide. Nein, werde ich nicht. Scheiße. Oh. Nach 7 Kills tot. Aber irgendwie habe ich noch mit. Ja, Schublonk habe ich noch mitgerissen. Und ein Assist für Bastet auch noch. Und ein Assist für Herkules höchstwahrscheinlich auch noch. Weil der war auch noch mal im Zeug. Boah, habe ich selber Bastet getötet. Weiß ich jetzt nicht. So, zu was wollte ich das machen? Eins, ja. Die drei Sachen zusammen ist hinter, da ich super effektiv war, gibt einen Haufen Leben. Natürlich Haufen Leben und vor allen Dingen zusätzlich fast gleich viel zu Leben hinzu auch Magical Power. Ist natürlich nicht übertrieben viel Magical Power, aber mit meinen Basic Werten reicht das doch schon ganz ordentlich. Vor allen Dingen, wenn man halt dann noch diese Heilexplosionen dazu hat und. Die tötet hier. Muss ich das selber nachhelfen? Okay. Ich verzieh mich mal. Wir kommen hier, genau. 4 Stacks. Auch wo man schön mal Stacks bilden kann. Und ja, den kann ich mir gleich One-Hit holen, habe ich das Gefühl. Mal ein paar billige Camps und ja, komm, ja, spawn mal. Hol ich mir damit? Oder was macht mehr? 190, ja, mach ich mal das hier einfach. Und? Ja, okay. Die Kleine kriege ich ziemlich schnell damit tot. Oh, fuck, da geht gleich mein Teamkamerad drauf, oder? Ja, leider, aber. Zu meiner Verteidigung, da konnte ich auch wenig sehen. Meine Ulti ist wieder eine Stufe hoch. Ist das ein Double Kill? Ich hab Herkules getötet. Da habe ich aber auch Zeus getötet. Nein, habe ich nicht. Schade. Und gleich das nächste Item voll. Das gibt es ja. Wie gesagt, die Schuhe am Anfang rentieren sich einfach abartig. Das ist. Es ist immer noch nur 5 Gold die Sekunde extra. Muss ich mal danach nachschauen. Das wird auch die letzte Aufnahme sein erstmal. Ich glaube auch das letzte Spiel im Team war. Langsam macht meine Kehle nicht mehr mit. Ja. Mein Arm Stimmbänder. Kommt ja. Bam, tot und. Ignorieren wir hier einfach, das ist auch schön.
Dann komm, ich mache ihm aber erstmal nicht viel Schaden und dann, wenn er mich mal kurz nicht dauernd trifft, mache ich ihm mehr Schaden als er mir. Das ist auch cool. Komm. Ja, und ich habe ihn noch getötet. Ah, ne, okay. Ich dachte gerade, Ao Kuang hat seine Ulti dorthin gemacht, wo der Typ gerade stand. So, und jetzt meine HP5 im Kampf sind jetzt unbesiegbar. Schaut euch meine Leben an. 3500, das wird doch ein bisschen mehr, wenn ich die Stacks voll habe. Ich bin auch noch nicht mal Level 20. Ist ja auch noch so. Aber ich, das schaffe ich nicht mehr. Ja, komm. Ja! Unterschiebblocke. Ja, mehr schaffe ich nicht mehr zu schreiben. Good game, you rock. Echt geil gelaufen. Ja. Habe ich sogar einen Double Kill irgendwo mal. Ein Double Kill, 21 Assists, 9 Player Kills, 10-1-21. Ein würdiges Ende. Mein Team natürlich auch. Nicht schlecht. Okay, das ist nicht mehr mein Team. Das hier ist mein Team. Okay, die K ist jetzt nicht so gut, aber trotzdem, ich weiß jetzt nicht, wer die sind, aber das sind coole Leute. Ja, Fontenier, dein Team war jetzt nicht so gut. 10.000 Player Damage stand auch noch auf dem gerissen, auch wenn ich mit Cupid nicht geschafft habe zu kombinieren. Ja. Ich würde sagen, das war's dann für heute und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.